Heute für euch 8 schreckliche Dinge, die Dumbledore für das größere Wohl tat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Albus Dumbledore und einige seiner Entscheidungen, die er im Namen des größeren Wohl tat. Albus Dumbledore war der größte Zauberer des 20. Jahrhunderts, aber er war auch dazu einer der rücksichtslosesten. Wenn man alle Entscheidungen des Schulleiters anschauen würde, kann man schon irgendwie fragen, wie jemand, der so klug ist, gleichzeitig auch so schrecklich sein kann. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf einige dieser Entscheidungen, die er getroffen hat. Wir werden aufschlüsseln, warum genau Dumbledore dachte, er sei im Recht und warum seine Entscheidungen am Ende so schrecklich waren. Als erste wirklich, wirklich miese Entscheidung von Dumbledore haben wir die Vernachlässigung von Tom Riddle. Es ist wirklich schwer, die Kindheit von Harry Potter nicht mit der von Tom Riddle zu vergleichen. Sie sind sehr ähnlich. Wenn man die beiden vergleicht, fragt man sich oft, wie Tom wohl gewesen wäre, wenn sich nur ein einziger Erwachsener jemals richtig um ihn gekümmert hätte. Selbst als Albus Dumbledore in dem Waisenhaus ankam, in dem Riddle untergebracht war, gab er dem Jungen nur selten irgendeine Art von Zuneigung. Und das ganz im Gegensatz zu dem, wie er Harry ein paar Jahrzehnte später behandelte. Bei seinem ersten Zusammentreffen mit Riddle bewunderte Dumbledore dessen natürliche Fähigkeiten in der Magie. Aber Dumbledore war auch etwas entmutigt und geschockt von der Dunkelheit, die Tom zu umgeben schien. In diesem Moment und in den darauffolgenden Jahren hätte Albus vielleicht all diese Jahre des Missbrauchs durch Riddle ungeschehen machen können. Wenn Dumbledore nur etwas Mitgefühl gezeigt hätte, hätte Riddle vielleicht gelernt, seine Wut zu besänftigen und zu kontrollieren. Aber am Ende tat Albus Dumbledore nichts dergleichen. Er rekrutierte Tom einfach für Hogwarts und gab ihm ein kleines Stipendium, mit dem er zur Schule gehen konnte. Er schickte das Kind alleine in die Winkelgasse, damit es die Welt der Zauberer selbst erkunden konnte. Bei Harry war ja wenigstens Hagrid dabei und konnte ihm alles zeigen. Selbst in späteren Jahren, als Dumbledore genau beobachten konnte, wie Tom Riddle die anderen Mitarbeiter von Hogwarts manipulierte, blieb Dumbledore still. Anstatt das Problem anzusprechen, hoffte Dumbledore, dass Toms Dunkelheit sich von selbst klären würde und dass dies nur eine Phase in Toms Leben ist. Als Dumbledore erkannte, dass Toms Psychose zum Aufstieg von Lord Voldemort führen würde, war es aber leider ein bisschen zu spät. Die nächste Entscheidung, die bedenklich war, war Harry zu den Dursleys zu schicken. Wenn du den wahren Grund kennst, warum Dumbledore Harry Potter zu den Dursleys geschickt hat, dann fragst du dich vielleicht, warum man das für schrecklich oder bedenklich halten kann. Schließlich war das Leben bei den Dursleys vielleicht das einzige, was Harry während seiner Kindheit am Leben hielt und geschützt hielt. Dank der uralten Magie seiner Mutter Lily, als Voldemort versuchte, den jungen Harry zu töten, würde dieselbe Magie auf seine neuen Vormünder übergehen. Und zum Unglück für Harry hatte seine Mutter außer Tante Petunia keine weitere Familie. Wenn Albus Dumbledore für Harry Potter ein besseres Zuhause hätte finden können, dann hätte Dumbledore es sicher getan. Aber da es keine andere Möglichkeit gab, den Schutz für Harry aufrechtzuerhalten, war der Schulleiter von Hogwarts gezwungen, diese Entscheidung zu treffen und Harry zu den Dursleys zu geben. Um Harrys Leben zu retten, musste Dumbledore ihn zu einer Kindheit voller Vernachlässigung und Missbrauch verdammen. Eine Tat, deren wegen er sich oft schuldig fühlte. Wäre Harry Potter jemand anderes gewesen, hätte er eine solch traumatische Kindheit im Hause der Dursleys nicht überlebt. Bei einem emotional instabileren Kind hätte sich dieser Missbrauch der Dursleys wahrscheinlich viel schrecklicher auf Harry Potters Zukunft ausgewirkt. Voldemort selbst entwickelte viele seiner mörderischen Überzeugungen, nachdem er seine eigene brutale Kindheit erlebte. Er entwickelte sich zu Lord Voldemort. Die nächste Entscheidung, die diesmal nicht ganz so durchdacht von Dumbledore war, hing mit dem Ring der Familie Gaunt zusammen. Als Albus Dumbledore immer noch am Boden zerstört durch den Verlust seiner Schwester war, versuchte Albus Dumbledore törichterweise Voldemorts Horcruxe ganz alleine zu zerstören. Doch als er schließlich den Ring von Marvolo Gaunt fand, ließ Dumbledore seine Wachsamkeit herunter. Voldemort war es nicht bewusst, als er das uralte schwarze Schmuckstück in ein Horcrux verwandelte, aber es handelte sich nicht nur um ein einfaches Erbstück. Der Stein in dem Ring war ein Heiligtum des Todes. Dem Mythos nach hatte der Stein der Auferstehung die Fähigkeit, Geister von den Toten zurückzuholen. In seiner Verzweiflung, seine Schwester wiederzusehen, vergaß Dumbledore jede Vernunft und schob den Ring an seinen Finger. Im nächsten Moment wurde er von dem tödlichen Fluch getroffen, den Voldemort auf den Ring gelegt hatte.
Und obwohl es Dumbledore dank Snapes Hilfe gelang, die Ausbreitung des Fluches aufzuhalten, war der Schaden bereits angerichtet. Innerhalb eines Jahres würde Dumbledore sterben. Die nächste schreckliche Entscheidung betraf den Tod von Sirius Black. Albus Dumbledore war offensichtlich nicht direkt für den Tod von Sirius Black verantwortlich, aber er hatte sicherlich eine gewisse Rolle darin. Während der Ereignisse im Orden des Phönix beschloss Albus Dumbledore merkwürdigerweise, Harry Potter zu ignorieren. Der Schulleiter glaubte, dass er den Jungen irgendwie vor den Schrecken des kommenden Krieges schützen könnte, indem er Harry vernachlässigte. Wie wir wahrscheinlich inzwischen wissen, war Albus Dumbledore oft mit sich selbst beschäftigt. Er überlegte sich ein Szenario, verließ sich auf sich selbst, um eine Lösung zu finden, und setzte sie dann in die Tat um, ohne eine zweite Meinung von jemandem anderen einzuholen. Und genau deshalb hat er am Ende so vielen Menschen wehgetan. Indem er Harry einfach ignorierte, spornte er Harry an, alles auf eigene Faust zu machen und zu untersuchen. Genau das führte Harry schließlich in eine Falle, die Lord Voldemort und die anderen Todesser ihm gestellt hatten. Um Harrys Leben zu retten, griffen Sirius Black und die anderen Mitglieder des Orden des Phönix ein. Am Ende verlor Sirius Black sein eigenes Leben und Harry auch. Und das alles nur, weil Dumbledore dachte, er könnte alles alleine machen. Eine weitere fiese Entscheidung, die von Dumbledore getroffen wurde, war das Lügen über Harry Potters Schicksal. Hätte Harry Potter sterben müssen? In der Geschichte scheint es so zu sein. Zumindest ist es das, was Albus Dumbledore Severus Snape in seinen Erinnerungen mitgeteilt hat. Aber als Harry erfuhr, dass er sein eigenes Leben geben musste, nahm er an, dass dies einfach eine Fahrkarte ins Jenseits ist und nicht wieder zurück. Er hatte keine Ahnung, dass er das Duell mit Lord Voldemort überleben würde. Als Voldemort in den Heiligtümern des Todes gegen Harry kämpfte, gelang es dem dunklen Zauberer lediglich, den Horcrux in Harry zu töten, der nicht ganz freiwillig in ihm drin war. Und da Voldemort seinen neuen Körper mit Harry Potters Blut rekonstruiert hatte, bekam er den Schutzzauber mit, den Harry selbst erhalten hatte, als seine Mutter über ein Jahrzehnt zuvor starb. Das alles mag ein wenig verwirrend klingen, aber es bedeutet einfach, dass Harry nicht mit dem sicheren Tod rechnen musste, wenn er sich mit Voldemort duellierte. Etwas, das man gerne vor dem Kampf gewusst hätte, wenn ich Harry gewesen wäre. Die nächste nicht ganz so nette Entscheidung war, Severus Snape so schlecht zu behandeln. Nachdem Severus Snape seine Fehler eingesehen und die Todesser verlassen hatte, suchte er Hilfe bei Albus Dumbledore. In den folgenden Jahren sorgte Dumbledore dafür, dass Snape einen Platz in Hogwarts als Professor bekam. Das war ziemlich nett, zugegeben. Aber der Schulleiter hatte auch vor, Severus Snape für seine eigenen Ziele zu benutzen, den weiteren Kampf gegen die dunklen Künste. Als sich Kräfte verschworen, um den Stein der Weisen zu stehlen, und später als Voldemorts Rückkehr bestätigt wurde, stützte sich Albus Dumbledore mehr als jeder andere auf Severus Snape. Das Gewicht von Dumbledores Freundschaft zusammen mit der Trauer, die er immer noch wegen Lily Potters Tod hatte, bedeutete, dass Severus niemals ein normales Leben führen konnte. Wäre Albus ein anderer Mensch gewesen, hätte er vielleicht erkannt, dass die Last, die er Severus auferlegte, viel zu groß war. Wenn Dumbledore Snape stattdessen geholfen hätte, seine Schuld zu verarbeiten, hätte Severus Snape eventuell ein normales Leben führen können. Aber Dumbledores eigenes Leben war alles andere als normal. Und er sah kein Problem darin, Snape auf einen ähnlichen Weg zu führen. Die nächste Sache war der unbeabsichtigte Tod von Ariana Dumbledore. Als Albus Dumbledore jung war, traf er eine der dümmsten Entscheidungen seines Lebens. Er verschwor sich mit Gellert Grindelwald, um die Welt der Zauberer zu übernehmen. Albus war jung und in Grindelwald verliebt. Zu dieser Zeit gab es kaum Hoffnung, Albus' Meinung zu ändern. Aber sein Bruder Aberforth versuchte es trotzdem. Der junge Bruder konfrontierte sowohl Albus als auch Grindelwald mit ihrem Plan, und nach einer hitzigen Debatte entwickelte sich die Situation zu einem Duell. Es flogen überall Zaubersprüche rum und keiner wusste, was er tun sollte, aber es wurde gefährlich. Dabei kam seine 14-jährige Schwester Ariana Dumbledore ums Leben. Ihr Leben, das bereits von unzähligen Tragödien geprägt war, wurde durch Albus' Rücksichtslosigkeit schließlich beendet. Etwas, das er sich nie verzieh. Und damit ich das nochmal am Ende klarstelle, keine dieser Entscheidungen, die von Dumbledore getroffen wurden, wurden getroffen, weil er doof war oder weil er etwas nicht ganz durchdacht hatte. Außer vielleicht das mit seiner Schwester und das mit dem eingefangenen Fluch, wo er zu hastig war, wegen seiner Schwester. Ich denke, er hatte bei den meisten Entscheidungen einen Plan dahinter. Aber viel wichtiger ist, was denkst du? Sagst du, er hatte alles geplant oder ihm sind einfach viele Fehler unterlaufen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.